Und wir starten mit Improvaria und Lust. Ja, in unserer Großstadt gibt es verschiedene Lokalitäten, wo man verschiedene Dinge erledigen kann, wo man sich auch treffen kann, wo man die abenteuerlichsten Sachen erleben kann. Unter anderem gibt es bei uns um die Ecke einen kleinen Waschsalon. Der hat nur so 2, 3, 4 kleine Trommeln, aber die drehen sich immer. Und in diesem Waschsalon passieren wunderbare Dinge, denn der Waschsalon wurde vor langer, langer Zeit verwunschen. Auch eine Waschmaschine ist nur ein Mensch. Und spät nachts um 23:30 passieren eben dann diese magischen Momente, für die dieser Waschsalon prädestiniert und bekannt ist. Die Adresse geben wir hinterher bekannt. So ein schöner Anblick, die sich drehende Waschmaschine. Gefühlvolle Wiegen und Schwappen des schäumenden Wassers für die Feinwäsche. Du gehst so gefühlvoll mit meiner Wäsche um. Das mag ich. Deshalb komme ich immer wieder genau hierher. Oh, es ist fast, als könnte ich es spüren. Oh, ja. Wenn die Waschmaschine dem Kunden sehr zugetan ist, beginnt sie leise zu flüstern. Ich spüre deine 37 Grad. Und diesen Fleck da am linken Knie, den musst du gesondert behandeln. Oh ja, ich weiß doch, du hast das empfindliche Knie. Und deine Hose ist genauso empfindlich wie du. Dann haben wir uns wieder ein bisschen schmutzig gemacht. Ja, also. Erzähl mir mehr, was du aus meinen Kleidungsstücken herausliest. An der Zusammensetzung der Schmutzpartikel. Bei manchen Kunden entwickelt sich zwischen Waschmaschine und Kunde eine innigliche Beziehung, die eine Ehe entbehrlich macht. Weißt du, ich als Waschmaschine deines Vertrauens, ich kann auch vergessen. Ich habe doch schon so manches gewaschen, was wir gemeinsam auch vergessen haben. Und dann wieder habe ich Sachen drin gelassen, die dir wichtig waren. Die Telefonnummer? Die war in der Hosentasche. Ja. Aber du hast sie so ausgebleicht. Ich konnte sie nicht mehr lesen. Ja und? Die war vom anderen Waschsalon. Spinnst du? Ja, ich brauche ja auch Alternativen. Wenn du mal belegt bist, dann muss ich auch woanders hingehen können, wenn es dringend ist. Für dich mache ich mich frei. Das würdest du tun? Das würde ich tun. Weißt du, ich träume davon, dass du nicht so einsam in diesem Waschsalon stehen müsstest und fremde Menschen ihre Klamotten in dich hineinstopfen, ohne Gefühl, ohne vorher Vertrauen zu dir aufgebaut zu haben. Das ist manchmal wirklich grauselig. Ja, ich würde mir wünschen, du könntest bei mir zu Hause. Ich würde alles waschen. Ich würde auch Geschirr spülen und alles. Ja, dann würdest du in meiner Küche stehen? Und nur für mich ausschließlich? Oh.
Haare waschen? Haare waschen auch? Oh ja. Und duschen? Mich abbrausen und einseifen. Stell mich einfach auf 37. 37 Grad. Und wie ist das mit dem Schleudergang? Musst du einstellen.